Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Reflux und Übersäuerung des Magens und die Auswirkung auf die Stimme. Denn eine Übersäuerung des Magens ist ganz oft Ursache für Stimmstörungen und dieses Phänomen ist noch nicht sehr bekannt. Viele Menschen haben Stimmprobleme und die Ursache liegt eigentlich im Magen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und dafür habe ich mir drei Expertinnen ins Boot geholt. Und zwar die Monika Wienhardt, die Kerstin Ruf und die Beate Grigoleit. Wie schön, dass ihr da seid. Danke, dass wir dabei sein dürfen. Ja, danke schön. Ja, also ich freue mich wirklich sehr, dass wir über dieses Thema reden, denn das Thema ist noch nicht ausreichend bekannt. Mir werden ganz viele Patienten geschickt mit der Diagnose Stimmstörung. Und da helfen die logopädischen Übungen nicht, denn die Ursache liegt eben in der Übersäuerung des Magens. Die Patienten erzählen oft, dass ihnen Säure hochsteigt, dass sie es auch merken, zum Beispiel abends, gerade wenn sie beim Einschlafen, dass dann die Säure hochstößt oder auch manchmal mitten in der Nacht und die Stimme wie verätzt ist. Und es gibt aber auch stumme Gase, die hochsteigen, wo man nicht mal merkt, dass es die Säure ist, die dann die Stimme schädigt und was dann auch langfristig zu dauerhaften Stimmproblemen führt. Als erstes mal die Frage, wo kommt denn die Übersäuerung überhaupt her? Die Übersäuerung, da gibt es verschiedene Ursachen und was ganz wenig bekannt ist, dass ganz viele Medikamente, die auch benötigt werden, Auswirkungen haben eben auf diesen Schließmuskel. Und dazu gehören eben solche Medikamente wie Blutdrucksenker, eine ganz bestimmte Sorte, die nennen sich die Calcium-Antagonisten, was auch interessant ist, Migräne-Prophylaxe. Dann, was ich auch noch spannend fand, all diejenigen, die zum Beispiel Harninkontinenz haben oder COPD erkrankt sind, da gibt es Medikamente, die auch genau darauf solche Nebenwirkungen haben, die eben unerwünscht sind. Was kann man dann machen? Das heißt, man geht zum Arzt und guckt nochmal die Medikamente an und sagt, könnte es möglich sein, dass die Übersäuerung was mit den Medikamenten zu tun hat? Das wäre dann der Schritt, den man gehen würde. Also wir haben die Ursache Medikamente. Eine weitere Ursache kann ja auch schlechte Ernährung oder auch Stress sein, oder? Fangen wir mal mit der Ernährung an. Was sind denn so typische Lebensmittel, die zur Übersäuerung des Magens führen können? Ja gut, das sage ich jetzt mal. Ich würde als allererstes mal, also immer die Abklärung der Ursachen sowieso klar, aber parallel dazu würde ich eben anraten, einmal ein Ernährungsprotokoll zu führen. Weil das ist das allererste, weil dann kann man nämlich schon erste Ursachen, die jetzt unmittelbar mit der Ernährung zu tun haben, schon mal ausschließen. Oder man sieht zum Beispiel, wenn ich am Tag 10.000 Kaffee trinke, es gibt Leute, die packen das, abgesehen davon, dass das vielleicht insgesamt nicht so optimal ist. Aber es kann sein, wenn jetzt halt jemand, dass der Schließmuskel nicht so funktioniert, wie er funktionieren soll, wie du gesagt hast, dass da zum Beispiel der Schließmuskel einfach geschwächt ist aus irgendwelchen Gründen, dann kann es sein, dass derjenige 2 Tassen Kaffee in einem bestimmten Abstand ganz gut verträgt, aber 5 Tassen sind zu viel. Oder zum Beispiel, wenn jemand scharf isst. Ja? Also Leute, die jetzt zu Sodbrennen neigen, die sollten scharfe Speisen zum Beispiel meiden. Das wäre mal so das Erste. Also wirklich abklären, ob eine akute Gastritis, also Magenschleimhautentzündung besteht, muss man dann anders vorgehen, dann ist das die Ursache, dann wird das zuerst mal behandelt und dann eben die Ernährung überprüfen. Also das sind so die hauptsächlichen Sachen, was man als allererstes machen kann. Und was zum Beispiel akut hilft, glaubt man nicht, aber wenn jetzt jemand dazu neigt, wenn er Mandeln kaut. Ehrlich? Also Mandeln helfen gegen Übersäuerung. Also was ich auch manchmal merke, ist Milch, dass mir das hilft, einen Schluck Milch zu trinken. Ja, einen Schluck Milch zu trinken und dann eben zum Beispiel Mandeln. Also wenn da jemand dazu neigt, dass er das oft hat, dass er einfach Mandeln immer dabei hat.
Das mildert das Ganze als, auch. Also wie, wirklich als Reaktion darauf? Ja, genau. Also wirklich so erste Hilfe. Ich bin jetzt zum Beispiel in einer Besprechung und ich neige dazu. Abklärung muss immer sein, klar. Aber dann habe ich halt einfach Mandeln oder Kaugummi dabei. Wow, okay. Das mildert momentan einfach die, die Säurebildung ab. Das kommt dann nicht so rauf. Das, sehr gut. Durch das Kauen bildet sich viel Speichel und der verdünnt das Ganze dann. Ja. Yeah. Was jetzt zum Beispiel auch akut die Säure bindet, ist Kartoffelsaft. Das gibt es im Reformhaus, also der reine Kartoffelsaft. Also wenn man jetzt sagt, man neigt da dazu, dann hat man halt meinetwegen zwei Gläser da stehen. Also einen mit kaltem Tee, also ja, oder so. Und dann vielleicht einen kleinen Kartoffelsaft und dass man da einen Schluck nimmt. Und dann natürlich auch immer so dieses tiefe Durchatmen mal. Ne? Manchmal ist man ja in der Rede so im Fluss und dann kriegt man vielleicht nicht richtig Luft und atmet von zu weit oben und dass man dann vielleicht sich erstmal auch mit einer speziellen Atemtechnik, die gar nicht kompliziert sein muss, da vielleicht dann selber Abhilfe bringen kann. Ja, auf jeden Fall. Also wer sehr viel kurz atmet, was man ja meistens der Fall ist, man atmet dann hier oben so, vielleicht noch mit den Schultern mit, aber eben nicht dieses tiefe Atmen bis in den Bauch rein oder bis in die Rippen, also bis in die tiefen Lungen, das sorgt natürlich schon auch dafür, dass der Körper dann übersäuert. Er bekommt nicht genug Sauerstoff und kann auch nicht genug Kohlendioxid abatmen. Ah, okay. Der Zusammenhang war mir auch nicht klar zwischen Atmung und Übersäuerung. Ja. Okay, wir haben die Medikamente, wir haben die Ernährung. Jetzt gibt es noch den Faktor Stress, der sich ja auch auf den Magen auswirkt. Stress schlägt auf den Magen, Kummer schlägt auf den Magen, Sorgen schlagen auf den Magen. Wie viel ist denn da dran an diesen Sprüchen? Ja, da ist schon ganz schön viel dran. Das stimmt schon. Also ein stressiger Alltag ist natürlich schon auch sehr, sorgt dafür, dass wir vielleicht auch, wie gesagt, ich habe vorhin die Atmung schon angesprochen, dass wir eben dann auch kurz atmen, ja, ständig in Hetze sind und dadurch allein dafür sorgen, dass der Körper nicht genug Sauerstoff bekommt, vielleicht auch nicht genug Säure ausatmen kann. Also und das sorgt natürlich auch die Gedanken, ne, auch negative Gedanken, sorgenvolle Gedanken sorgen auch für eine Übersäuerung. Es klingt jetzt zwar komisch, aber es ist tatsächlich so. Und da wäre es natürlich schon schön, wenn man da irgendwo so eine Work-Life-Balance findet. Und wenn das nicht der Fall sein kann, dass man trotzdem sich dann auch Atemtechniken oder auch irgendeine Technik, sei es der eine neigt vielleicht zu Yoga, es fühlt sich dahin gezogen zu Yoga-Übungen, der andere mehr zu Meditation, das ist immer gut, das zu lernen, ja. Am besten ist es halt auch in guten Zeiten das zu lernen, dass man es in schlechten Zeiten parat hat, das wäre natürlich optimal, aber auch in schlechten Zeiten kann man es lernen, dass man dann trotzdem davon profitiert. Also wenn wir es jetzt nochmal zusammenfassen, wir würden uns wünschen, auf die Ernährung zu achten, durch ein Ernährungstagebuch zu gucken, wo sind da meine Fallstricke, an denen ich etwas ändern muss. Dann zu gucken, dass wir einen Ausgleich finden durch Yoga, Meditation, Entspannung, Atemübung oder vielleicht auch Sport, oder? Ja, natürlich, natürlich, klar, ja. Dass wir zusätzlich nochmal gucken, sind vielleicht Medikamente da, die den Magen weiter stressen können? Ja, was allgemein auch schön wäre, wäre eben auch seine eigene Ernährung zu hinterfragen und auch mal was umzustellen, auch in kleinen Schritten. Und es kann auch so lecker sein. Ja. Ne, man meint immer, man muss verzichten, aber man muss nicht verzichten. Nein. Man kann auch was ersetzen durch andere sehr, sehr leckere, auch alltagstaugliche Mahlzeiten. Das finde ich schön, dass du sagst, etwas positiv zu ersetzen, also dass nicht immer Verzicht sein muss, weil Verzicht ist ja immer irgendwie mit Schmerz verbunden, aber wenn ich sage, ich mache dafür was Besseres, was Schöneres, was mir vielleicht auch am Ende sogar vielleicht leckerer schmeckt und am Ende vor allen Dingen besser tut, ist das ein schöner Weg, ne? Es ist viel positiver. Genau, richtig, Sehr gut, also das ist doch sehr motivierend.
Ersetzt eure schlechten Angewohnheiten durch gute und werdet gesund und bleibt gesund. Ja.